Hi! In diesem Guide erzähle ich euch alles Wichtige zu den Völkern in Baldur's Gate 3 und was ihr davon so für die Charaktererstellung wissen müsst. Dafür erkläre ich euch die Grundlagen zu den Werten und Fähigkeiten, vergleiche passive Attribute wie Resistenzen, Fertigkeitsboni und Bewegungsreichweite und gehe auch auf die Untervölker ein. Die Völker habe ich dann nach Stärke sortiert und auch passende Klassenkombinationen rausgesucht. Und hier schon mal ein Spoiler. Es gibt einige sehr interessante Kombinationen, die ihr so sicherlich nicht erwartet habt, zum Beispiel bei den Zwergen. Zuletzt gebe ich euch noch relevante Infos zur Geschichte eines jeden Volkes, was für einige Quests und Entscheidungen im Spiel wichtig ist, aber auch allgemein euer Rollenspiel spaßiger und interessanter machen kann. Bevor wir zu den einzelnen Völkern kommen, müssen wir aber nochmal kurz auf die Attribute in Baldur's Gate 3 schauen. Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma bestimmen die Power und die Spezialisierung eures Charakters. Falls ihr die Attribute und die ganzen anderen Mechaniken wie Fertigkeiten, Vor- und Nachteil, Angriffs- bzw. Rettungswürfe und so weiter nochmal ganz im Detail verstehen wollt, schaut einfach in mein entsprechendes Guide-Video, das ich hier auch nochmal in den Anmerkungen verlinkt habe. Im Standardregelwerk der 5. Edition von Dungeons & Dragons und auch im Early Access von Baldur's Gate 3 hatten die verschiedenen Völker auch unterschiedliche Boni auf die Attribute. Die Schildzwerge zum Beispiel bekamen plus 2 auf Stärke und plus 2 auf Konstitution und waren damit die besten Nahkämpfer und Barbaren. Die vielseitigen Menschen hingegen hatten zum Beispiel plus 1 auf alle Werte und waren damit besonders für Multiklassen interessant. In der Release-Version von Baldur's Gate 3 bekommen jetzt alle Völker einmal plus 2 und einmal plus 1 auf jeweils ein Attribut eurer Wahl. Damit verlieren die Völker ein bisschen von ihrer Einzigartigkeit und auch von ihrem bekannten Archetyp. Ich meine, jeder bekennt das Klischee vom geschickten Elf oder vom intelligenten Gnom. Und auch einige super starke Klassenkombinationen, wie eben der Nahkämpfer-Zwerg, sind dadurch deutlich schwächer. Allerdings habt ihr jetzt auch mehr Freiheit, ne, mit der ganzen Wahl, um auch mal ungewöhnliche Builds auszuprobieren. Ob das nun besser oder schlechter ist als vorher, will ich hier gar nicht diskutieren. Es ist aber wichtig, darüber Bescheid zu wissen, falls ihr halt eben direkt vom D&D-Regelwerk kommt oder Guides und Erfahrungen aus dem Early Access mitbringt. Neben den Attributen ist noch das Konzept der Übung relevant für die Wahl des Volkes. Übung in Dungeons & Dragons bedeutet, dass ein Charakter zum Beispiel mit einer Waffe oder Rüstungsart vertraut ist. Bei Waffen erhöht das seine Chance zu treffen. Das ist schon ziemlich wichtig, allerdings kann man auch prinzipiell Waffen benutzen, mit denen man ungeübt ist. Bei Rüstungen ist das Ganze allerdings sehr, sehr viel relevanter. Denn in falscher Rüstung erhaltet ihr auf alle Stärke- und Geschicklichkeitswürfe einen Nachteil. Und Caster können nicht mal Zauber sprechen, wenn sie eine Rüstung tragen, in der sie ungeübt sind. Und deshalb ist es insgesamt ideal, bei der Wahl des Volkes Übungen zu bekommen, die der gewünschten Klasse noch fehlen oder sie gut ergänzen würden und sich da nicht überschneiden, wenn man jetzt zum Beispiel eben ein bestimmtes Volk und eine Klasse wählt und die einfach das Gleiche hat. Und durch die freie Verteilung der Attributspunkte ergeben sich hier eben diese ungewöhnlichen Volks- und Klassekombinationen, von denen ich bereits gesprochen habe. Mit diesem Grundwissen können wir uns nun die einzelnen Völker in der Tierlist ansehen. Mit Abstand am schwächsten sind die Gnome in Baldur's Gate 3. Mit einer Bewegungsrate von nur 7,5 Metern sind sie für Nahkämpfer und Klassen, die auf Mobilität angewiesen sind, nicht so gut geeignet. Und Caster-Klassen profitieren hingegen nicht so sehr vom Volksmerkmal List des Gnoms. Das gibt einen Vorteil bei Rettungswürfen auf Intelligenz, Weisheit und Charisma, was gegen viele Zauber im Spiel hilft. Allerdings haben Caster dies bereits durch das entsprechende Primärattribut teilweise abgedeckt und brauchen das dadurch nicht wirklich. Fernkämpfer wie Waldläufer scheinen hier noch am wenigsten von den Nachteilen betroffen, auch wenn es für diese Klassen einfach bessere Optionen gibt. Bei den Untervölkern wird es nicht viel besser. Felsengnome bekommen die nützliche Dunkelsicht, Bonus auf Geschichte ist aber praktisch nutzlos. Auch die Waldgnome bekommen Dunkelsicht und die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Das ist ziemlich witzig und gibt in manchen Quests zusätzliche Optionen oder einfach mehr Möglichkeiten fürs Rollenspiel, aber für den Kampf nicht relevant. Tiefengnome haben sogar überlegene Dunkelsicht und sind mit Steintarnung bei Heimlichkeit im Vorteil. Damit sind sie für Schurken interessant. Allerdings haben sie immer noch die kurzen Beine und damit wenig Reichweite zum Schleichen. Von der Lore her sind Gnome recht verschlossen und suchen wenig Kontakt zu anderen Völkern. Am offensten und neugierigsten sind dabei noch die Felsengnome. Waldgnome leben sehr, sehr zurückgezogen und Tiefengnome sind durch ihre schlechten Erfahrungen mit den Drow und Dürger sehr, sehr misstrauisch. Auf dem vorletzten Platz landen die Dragonborn.
Das hat mich beim Erstellen der Liste selbst etwas überrascht, denn sie sehen verdammt cool aus und lassen sich bei der Charaktererstellung echt vielseitig anpassen. Außerdem sind sie mit das beliebteste Volk in Baldur's Gate 3. Allerdings waren sie auch im Early Access noch nicht verfügbar und ich hatte mich im Vorfeld nicht so sehr mit den Merkmalen der Dungeons & Dragons Vorlage beschäftigt. Und wenn man sich die Drachen, die Dragonborn und die Boni mal ganz im Detail anschaut, ist das schon ziemlich ernüchternd. Erstmal bekommen sie die Standardbewegungsrate von 9 Metern. Und dann sieht die Auswahl an 10 Untervölkern, wie schwarzer, blauer oder weißer Dragonborn, ziemlich beeindruckend aus. Ich meine, die sehen zwar unterschiedlich aus, aber jetzt kommt's, eigentlich haben sie alle die gleichen zwei Merkmale. Eine Resistenz und ein AOE-Elementarangriff auf mittlere Entfernung. Die Art der Resistenz und des Angriffs hängen dabei von der Farbe ab. Kälte für weiß, Feuer für rot, Gift für grün und so weiter. Die Resistenz, vor allem gegen Feuer, ist noch ziemlich gut. Der Angriff ist hingegen zwar am Anfang recht stark, skaliert aber ziemlich schlecht ins Midgame und vor allem darüber hinaus. Und man kann es auch nur einmal pro Rast einsetzen. Insgesamt ziemlich schwache Merkmale. Am meisten profitieren hier noch Kämpfer, die nah genug an der Front stehen, um mit dem Elementarangriff mehrere Gegner auf einmal zu treffen. Vor allem, da AOE-Attacken oft ihre Schwachstellen sind. Zauberer, die das jeweilige Element noch verstärken können, sind ebenfalls eine Option. Aber so richtig überzeugend ist das beides irgendwie nicht. Die Lore ist da schon interessanter. Die ganz besonders aufmerksamen unter euch haben es bereits geahnt, die Dragonborn stammen von Drachen ab. Allerdings haben sie zu ihren Urahnen kein gutes Verhältnis, denn sie wurden Jahrtausende lang von diesen, als Diener und Sklaven gehalten. Ursprünglich waren sie auf einem anderen Planeten beheimatet, doch im Zuge der sogenannten Spellplague kamen sie jetzt auch nach Ferun. In der Welt von Baldur's Gate 3 sind sie aber immer noch ein seltener Anblick. Das erlaubt ihnen aus Rollenspielsicht einen neutraleren und objektiveren Blick auf viele Geschehnisse im Spiel. Und deswegen kann man das durchaus so ein bisschen als Außenseiter spielen, wie man ja auch als Spieler in die Welt kommt. Persönlich stellen Dragonborn Ehre und Ehrlichkeit über alles. Auch Loyalität zum Clan, zur Familie und zu ihren Gefährten ist für Dragonborn unerlässlich. Sie hassen zwar Drachen und alles, was damit zusammenhängt, respektieren aber ansonsten prinzipiell alle anderen Völker, solange sich diese an die Grundsätze der Dragonborn halten. Ausnahmen davon sind extrem selten und man muss schon ein sehr, sehr dunkles Verlangen dahinter haben, um davon abzuweichen. Halblinge folgen als nächstes. Wie ihre kleinen Kameraden von den Gnomen haben sie nur eine Bewegungsrate von 7,5 Metern. Allerdings ist das Merkmal Glückspilz nicht zu verachten. Erlaubt es euch doch bei einer 1 auf Angriffs-, Attributs- oder Rettungswürfen noch einmal zu würfeln. In vielen Belangen sind sie damit also ungefähr 5% besser als alle anderen Völker. Das hört sich jetzt nach nicht so viel an, ist in der Summe aber doch spürbar. Das Merkmal Mutig hingegen ist lediglich nett und kommt in den Kämpfen manchmal, aber auch nicht wirklich häufig zum Einsatz. Bei den Untervölkern ist Leichtfuß-Halbling mit angeborener Verstohlenheit bei Heimlichkeit im Vorteil. Aber auch hier gibt es Ähnlichkeit zu den Gnomen, wo das für Schurken zwar interessant aussieht, aber durch die geringe Bewegungsrate gleich wieder eingeschränkt wird. Die Resistenz gegen Gift und der Vorteil bei Rettungswürfen darauf sind hingegen im ganzen Spiel kaum gefragt. Der stämmige Halbling ist somit ziemlich nutzlos. Allgemein mal ein Wort zu den kleinen Rassen, zu den kleinen Völkern in Baldur's Gate 3. Die haben eben diese niedrige Bewegungsrate, was man immer berücksichtigen muss, was schon anstrengend sein kann. Aber sie sind eben klein. Und das kann im Spiel einige Vorteile haben, wenn es mal darum geht, irgendwo durchzupassen, wo andere nicht reingehen können. Ja, große Dragonborn, große Menschen passen nicht überall rein. Manchmal ist nur eine kleine Spalte, ein Loch im Boden. Da passen jetzt auch nicht unbedingt direkt Gnome oder Halblinge rein. Manchmal sind sie dafür zu groß. Allerdings kann man mit einem Zauber jemanden verkleinern. Und selbst ein verkleinerter Mensch passt nicht überall rein, aber ein verkleinerter Gnom oder ein verkleinerter Halbling, die können eigentlich in jedes Loch. Nochmal zurück zu den Lore der Halblingen. Also von der Lore her sind Halblinge ungefähr mit den Hobbits aus Herr der Ringe vergleichbar. Man kennt das, ja, sie sind sehr sozial innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft, leben aber eher zurückgezogen von den anderen und bevorzugen halt die Annehmlichkeiten und die Sicherheit ihres schönen Zuhauses. Ausnahmen sind hier die Leichtfuß-Halblinge, die etwas neugieriger und abenteuerlustiger sind. Als nächstes kommen die Menschen. Die Übung mit leichter Rüstung und Schilden ist bei den relevanten Kämpferklassen zwar oft abgedeckt und damit ein bisschen überflüssig, für Caster wie Zauberer, Magier oder auch Barden ist es allerdings ein wirklich netter Bonus. Das Beherrschen von Hellebarden, Speeren, Piken und Kleven hingegen ist ziemlich speziell
und so gut wie nie zu gebrauchen. Das Merkmal menschliche Vielseitigkeit ist mit der zusätzlichen Fertigkeit ziemlich nützlich, die erhöhte Tragekapazität ist aber kaum der Rede wert. Zuletzt ist die Bewegungsrate von 9 Metern nur Standard und außerhalb von ästhetischen oder Rollenspielgründen gibt es daher irgendwie kaum richtige Gründe, Menschen in anderen Völkern vorzuziehen. In der Lore sind Menschen das häufigste Volk in Ferun und in allen Ecken und Winkeln des Reichs zu Hause. Gegenüber den anderen Völkern haben sie keine speziellen Feindschaften, aber auch keine Vorlieben, so wie man es etwa von den Gefianchi kennt. Damit sind sie im Rollenspiel gut für Anfänger geeignet, um komplett die eigene Geschichte einzubringen, ohne auf unerwartete Situationen zu stoßen. Allerdings fehlen dafür auch die besonderen Story-Interaktionen, wie sie zum Beispiel Drow oder Tieflinge haben. Kommen wir nun zu den mittelstarken Völkern in Baldur's Gate 3. Als erstes haben wir da die Zwerge. Eine große Veränderung gegenüber Early Access, wo zum Beispiel der Schildzwerg für Nahkämpfer allererste Wahl war. Aber jetzt fehlt ihnen dieser Attributsvorteil und die Resistenz gegen Gift sowie die Übung mit Streitaxt, Beil und Hammer gehören eher zu den schwächeren Volksmerkmalen. Die Bewegungsrate von 7,5 Metern ist ebenfalls schlechter als die 9 Standardmeter von vielen anderen Völkern. Dunkelsicht hingegen ist ziemlich gut und kommt in ziemlich vielen Gebieten von Baldur's Gate 3 zum Einsatz. Das Untervolk der Goldzwerge startet mit einem Lebenspunkt mehr und erhält zusätzlich einen Bonus von plus 1 je Level. Schildzwerge sind mit leichter und mittlerer Rüstung geübt und Duergar können mit überlegener Dunkelsicht noch besser im Düsteren sehen als die anderen und sind besser gegen Illusionen, Bezauberung und Lähmung geschützt. Ironischerweise sind Zwerge damit jetzt am besten für Zauberklassen geeignet. Zum Beispiel für Zauberer oder Magier, die stark von den zusätzlichen Hitpoints der Goldzwerge profitieren. In späteren Leveln kann das bis zu 20% mehr Lebenspunkte bedeuten. Und Schildzwerge geben den Castern Zugriff auf mittlere Rüstung. Also, die haben sonst gar keine Rüstung, jetzt können sie leichte oder mittlere Rüstung tragen, was ihre Überlebensfähigkeit ordentlich erhöht. Barbaren oder Kämpfer hingegen sind in diesen Kategorien eh schon geübt und profitieren deshalb kaum von den Boni. Und gleichzeitig ist dann die niedrige Bewegungsrate für Nahkämpfer besonders störend. Von der Lore her entsprechen Zwerge größtenteils dem Fantasy-Klischee. Vor allem Goldzwerge werden hier ihrem Namen gerecht, sind immer auf der Suche nach Erzen und Schätzen und Meister ihres Handwerks. Oft gesellige Frohnaturen sind ihnen Clan, Familie und Traditionen sehr, sehr wichtig. Schildzwerge sind durch ihre jahrelangen Kriege mit den Goblins und Orks abgehärteter, zynischer und militanter. Und vielleicht sogar noch traditionsbewusster als die Goldzwerge. Die Duergar stechen hier heraus, sie haben sich über die Jahrhunderte im tiefsten Unterreich sehr stark verändert. Nicht zuletzt auch äußerlich. Wie die Gefianchi waren sie eine der primären Sklavenrassen der Mindflayer und hassen diese deshalb bis heute. Hass ist allerdings auch ein gutes Stichwort, denn auch alle anderen Völker können die Dunkelzwerge nicht ausstehen. Sie sind in vielen Aspekten mit den Dunkelelfen vergleichbar, wenn auch nicht so brutal und sadistisch. Und auch die Beziehung zwischen Duergar und Zwerg ist mit der zwischen Drow und Elf vergleichbar. Puh, das Ganze ist doch irgendwie detailreicher und vor allem aufwendiger geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Und damit das Video jetzt nicht allzu lang wird und damit ich es vor allem heute noch fertig bekomme, ich das Ganze mal zweiteilen und dann im nächsten Video die restlichen Völker wie Elfen, Gefianchi, Tieflinge und Halborks behandeln. Und da kann ich euch schon mal ein paar interessante Überraschungen versprechen, denn es gibt tatsächlich noch Sachen, die einem sogar bei der Charakterstellung gar nicht angezeigt werden und die man so gar nicht wissen könnte. Naja, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und lasst mir doch auch gerne ein Abo da und macht die Glocke an, um die nächsten Teile nicht zu verpassen. Also, bis dann. Ciao.